Vergessen Sie nicht, dass einige Feinde Nachtsichtgeräte haben, was du nicht sagst. Kann ich das aufschießen? Nicht auf die Tastatur, bitte. Danke. Es passiert nichts. Ah, da ist eine Tür. Das hört sich so an, als würde da jemand herlaufen. Wie geht's zurück? Yes. Okay. Ein Medi. Thank you. Ich habe gerne mehr. Hier gibt's Tote zu vermehren. Vater, ich sehe nichts. Thank you. Wurden schon ausgelootet. Stromkabel. Wann komme ich aus der Gefahrenzone raus? Ich bin aus der Gefahrenzone raus. Bist du besoffen? Ich wünschte, ich könnte das lesen. Ah, aber mein Russisch ist immer noch nicht so gut. Freund oder Feind? Toiletten. Wow. Was? Was? Scheiße. Oh, das sind mehr als nur er. Nein, bin ich noch nicht. Es läuft heute in der Aufnahme. Aber... Ja, ja, das sagtest du bereits. Aber es ist ja kaum anders zu erwarten, nachdem ich jetzt so lange Pause gemacht habe. Noch nicht tot. Ich sehe es. Sehe dich. Ich mag diese Waffe immer noch nicht.
Noch einer? Ja, da bin ich ja. Wo bist du? Hier, nimm etwas Blei, du Hundesohn. Ja, dann komm her, damit ich Blei nehmen kann. War's das? Ja, das war ein Overkill, aber egal. Höre nämlich keinen mehr. Aber es macht nichts. Sieht so aus, als wäre ich allein. Oder ich täusche mich gnadenlos. So, wo ist der Typ, den ich gerade umgelegt habe? Nice. I'm sorry. Wo ist denn jetzt ehemals nicht Hunter, jetzt Ullmann? Noch ein Lager oder das von vorhin? Speichert. Na, das ist das von vorhin. Glück gehabt. Ich darf mich hier frei bewegen. Ja, die ersten 20 Minuten und wir verzeichnen schon ganz viele Tote. Aber ich nicht. Ich bin in Schießen besser geworden. Die Spiele davor haben sich doch eindeutig ausgezahlt. Katerchen, ich sehe wieder nichts. Ja. Ja, mach dich ruhig breit. Alles gut, darfst du. Hauptsache nicht auf die Tastatur. Okay, Mausi? Das ist jetzt egal, ob ich laut bin oder nicht. Muss wieder Maske aussetzen, richtig? Ja, ich will nicht weiter runter. Seid ihr bekloppt? Ich will das nicht. Warum gibt es hier eigentlich immer Tote? Ist der mit dem Gesicht... Ja, nein, ist er nicht. Ich dachte gerade, er ist mit dem Gesicht im Wasser. Aber nein, er wurde vorher getötet. So, ich möchte, dass es speichert, bitte. Kann ich nicht. Möchte hier gerne raus sein. Was ist das für ein Geräusch? War da jemand? Oder waren das nur die merkwürdigen Wurzeln? Oh, bitte. Nur die komischen Wurzeln, Kabel oder sonst was. Oh bitte, lass mich einfach raus jetzt. Was war das? Kabel, richtig? Das Spiel hakt.
hoffe nur, ich gehe hier nicht drauf. Ich dürfte gerne wieder speichern. Ich sehe wieder nichts. Freund oder Feind? Es leuchtet grün, also Freund. Ja, ja, kaum zu glauben. Ich habe sie alle umgelegt. Kriege ich noch was? Bitte? Wäre nice. Ruh dich aus. Wir wissen alle, wie das enden wird, wenn wir hier mitfahren. Ich darf schießen, richtig? Wir werden die Polis bald erreichen. Mhm. Ab nach Hause? Nee, Polis war nicht ab nach Hause, richtig? Ich erinnere mich nicht. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Noch schlimmer als die Mutanten, die wir schon kennen? Lies jedes Mal Frucht bei sowas. Wir werden sterben. Das weiß ich. Das ist das Ende. Hä? Kinder wollen ihre Eltern sogar lieben und verstehen, wenn diese sie hassen. Ja, ich weiß. Wir möchten euch verstehen und helfen. Wer seid ihr? Wer ist wir? Ja! Oh Gott! Lauf, Artyom! Ich laufe. Weiß ich nicht, was mache ich da? Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Wo ist es schon sicher? What the fuck war dat? Kapitel 5, Hoffnung. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft. Aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald ich Hunters Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Ja, stärkere und weisere. Wir sind bald soweit. Meine Aufgabe war erfüllt. Das Schild konnte ich sogar diesmal lesen, also Polis. Hey, ihr! Bei dem Wagen! Macht den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Ach du Kacke. Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Ich stehe auch nicht er da drauf. Bei Ihnen. Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. Ich will einfach nur nach Hause. Dann kommen Sie durch. Soweit reicht schon mein Wissen an Kyrillisch, dass da Polis stand. Ihr macht mir Angst. Haben wir jetzt endlich wieder ein bisschen Frieden? Polis! Wir haben Polis erreicht! Da steht's! Polis! Hier sehen die Leute ja, abgesehen von den Uniformen, fast normal aus. Ist das riesig! Ich könnte weinen gerade. Ich bin so weit im Metro, was ich nie gedacht hätte, dass ich jemals so weit komme. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, als ich dieses Spiel angefangen habe. Wirklich nicht. Ich kannte es gar nicht. Ich fand es nur interessant. Oh, Entschuldigung, Mausi. Es speichert. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen in der Polis. Guten Tag. Hauptmann Krasnov, Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Mhm. Wo kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Mhm. Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen. Aber sowas von. Und wahrscheinlich muss ich durch die Hölle, wieder nach Hause. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen.
Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Bist du dir sicher, dass sie sicher ist? Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht... Miller! So hieß er. Ach, Miller und Ullmann sind zwei unterschiedliche Personen. Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge. Das werd ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, hm? Idiot. Hallo. Warum sprichst du mich damit an? Ach du Scheiße. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Mhm. Was könnte es sein? Was? Da stimmt was nicht. Was passiert hier? Weiß ich nicht, was passiert hier? Ja. Und übrigens, die Faschisten haben sich dort verschanzt. Sie kommen uns definitiv näher. Falsche Taste. Wo ist er? Oberst, melde mich zum Bericht. Nicht bitte. Artyom, ich bin Miller. Ja, das wissen wir. Wo ist die Nachricht von Hunter? In meinem Kopf. Ich muss sie nur noch aussprechen, wenn ich denn noch so weit denken kann. Wo ist die Nachricht von Miller? Von Hunter. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Police gebracht hast. Das war sehr mutig. Wo ist die Nachricht von Hunter? Entschuldigung. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Okay, fertig. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Ich will da gar nicht hin. Hi. Sieht das geil hier aus. Oh. Kann mich leider nicht umgucken, er macht das alles selbstständig. Oh, oh, das sah aber eher auf ihn gericht. Ich habe nichts Schlimmes getan, ich habe niemanden umgebracht. Unglaublich, Artyom. Ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Police ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut. Das heißt was? Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder wo ist ob D6? Sie noch funktioniert. D6, das hört sich nach Schach an. Informationen darüber geht. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort. Aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei das heißt, du kennst eine Abkürzung? Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Sparta! Warum habe ich dieses Spiel nur wieder angefangen? Weil ich es mag. Allee! Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Ein Rudel Raketen? Kein Stock? Ja, ich sollte wieder die Maske aufsetzen. Ah, da sind diese Scheißviecher. Sind die Scheißviecher weitergegangen? Ich hoffe. Ich muss mich erst wieder zurechtfinden. Einen Moment. Ah. Ich muss niesen. Wie komme ich denn jetzt hoch?
Brauche keine Taschenlampe mehr. Jetzt geht's auf. Oh, ohne! So ein Penner. Ich wollte nicht an deine Beute gehen. Möchte hoch? Nee, lasst mich hoch. Bitte. Das ist doch eine Verarsche hier. Wie komme ich hoch? Wie komme ich hoch? Boah, das ist doch echt eine Verarsche hier. Echt mal. Ja, geil. Vielen Dank für nix. Ich raste nicht aus. Boah, willst du mich verarschen, scheiß Pisskacke? Ja, jetzt hänge ich wahrscheinlich hier 10.000 Jahre, weil ich nicht weiß, wie ich hochkomme. Ich komme niemals an diesem scheiß Draht vorbei, das gibt's doch nicht. Ah, ich raste aus. Boah, fickt euch doch. Fickt euch. Ich kotze. Boah, sowas echt bringt mich zur Weißglut. Wenn man überall gegen unsichtbare Wände läuft. Aber es muss ja richtig sein, weil ich bin bei dem Typen hier. Und nu? Du sollst dich nicht heilen. Oh, dort sitzt da geht's, geh hoch! Da geht's runter.